Und damit erstmal herzlich willkommen zurück bei Warcraft 3 Frozen Throne. Ja, wir haben zwar letztes Mal eigentlich schon die Kampagne mehr oder weniger ganz durchgespielt, aber ich habe ja bereits angekündigt, wir machen noch eine Bonuskampagne. Wenn ihr hierauf keinen Bock mehr habt, dann müsst ihr euch das Ganze ja nicht ansehen. Wenn doch, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. Erster Akt. Zähmung eines Landes. In den Monaten nach der Schlacht beim Berg Heidschall führte Kriegshäuptling Thrall die Horde zurück ins Brachland von Kalimdor. Endlich von generationenlanger dämonischer Verderbnis befreit, dürsten die Orks danach in Kalimdor eine neue Heimat für sich zu schaffen. Sie ließen sich in einem harschen, zerklüfteten Landstrich in der Nähe der Ostgrenze des Brachlandes nieder. Thrall gab der neuen Nation den Namen Durotar, zu Ehren seines heldenhaften Vaters. Viele Jahre wanderte ich allein, kleine Mischa. Doch zu Zeiten werde selbst ich dieser ewigen Einsamkeit überdrüssig. Ich habe die anderen Völker beobachtet. Ich habe ihre Zwiste, ihre Ruchlosigkeit gesehen. Ihre Kriege schaden dem Land nur und rotten alle wildlebenden Kreaturen aus. Nein, man kann ihnen nicht trauen. Nur Tieren ist Arglist fremd. Ein Kampf. Komm, ihr Bastarde. Kostet den Stahl von Mokens Axt. Bleibt standhaft, Fremdling. Ihr seid nicht allein. Verdammte Feiglinge. Euer Bauch wurde aufgeschlitzt. Ich vermag eure Schmerzen kaum zu lindern. Ich weiß. Dies wäre ein guter Tod, hätte ich nicht versagt. Versagt? Ich sollte meinem Häuptling im Tiefland eine wichtige Botschaft überbringen. Aber jetzt... Ich habe versagt. Ich verlor meine Ehre. Ich überbringe eure Botschaft, alter Mann. Für die Ehre werde ich eure Mission erfüllen. Akamagosh, Krieger, danke. Reist in die Stadt. Orgrimma, sucht Kriegshäuptling Thrall. Sagt ihm, mögen die Winde euch rasch zu euren Vorfahren tragen, Krieger. Wohlan, Mischa. Sieht so aus, als würden wir doch die Zivilisation sehen. Gehen wir. So, hier. Hier in der Bonuskampagne spielen wir den Helden Rexer. Rexer ist ein Bestienmeister. Als solcher hat er ein paar recht nette Fähigkeiten, auch wenn dieser Held hier wieder leicht modifiziert wurde. Also, wir haben hier Mischa beschwören. Das ist dieser kleine Bär hier. Also bei normalen Bestienmeistern ist es ein normaler Bär, der einfach nur eine Zeit lang da ist. Mischa unterscheidet sich von normalen Bären, dass er die ganze Zeit eigentlich da bleibt. Eine Stachelbestie kann man berufen, das ist ein kleines fernkampforientiertes Stachelschwein. Wir haben außerdem noch einen Sturmschlag. Wir haben als Ultimate Stampede, das zeige ich euch, wenn wir den haben. Und wir haben noch einen Attributbonus, das bedeutet, wir können dem Helden 3 Punkte auf alle Fähigkeiten, also auf alle Stats hier geben. Kraft, Beweglichkeit, Intelligenz, bis zu 4-mal skillbar. Dieser Held wird nämlich etwas höher als Level 10 steigen. Ja, hier haben wir einen Auferstehungsstein. Sollten wir mit unserem Helden sterben, werden wir nach einigen Sekunden hier wiederbelebt. Ich handle instinktiv. Und dann holen wir uns da mal so eine Stachelbestie. Die bleibt auch nur eine kurze Zeit, das ist auch eine normale Beastmaster-Fähigkeit. Der Bestienmeister ist auch kein regulärer Held, wie man ihn in einem normalen Gefecht spielen könnte. Und wenn man es könnte, dann hätte er ein paar andere Fähigkeiten. Also der Sturmschlag wäre ersetzt durch einen Falken, den man rufen kann. Den Sturmschlag kennen wir ja vom Bergkönig, also
Muradin Bronzebart, wenn ich denen noch was sagt. Es ist eine Zeit lang her. Erste Menschenkampagne. Und da haben wir erstmal ein paar Creeps zusammen für ein bisschen Erfahrungspunkte. Hier haben wir anscheinend keine mehr. Da oben gibt es noch ein paar. Eine Rune des Manas. Nur was haben wir da? Oh, das ist ja eine Urkrafthandschuhe. Er ist ja so, er ist ein Kraftheld. Habe ich es richtig in Erinnerung? Ich handle. Ihr seht aus wie ein Oger, Halbblut. Was habt ihr hier zu schaffen? Ich habe eine Botschaft für euren Häuptling. Ich bleibe nicht lang. Unsere Wege kreuzen sich. Ja, das ist Orgrimmar in seiner Entstehungsphase. Und hier ist Prull, wir kennen ihn ja noch. Und schauen wir mal. Eine Kriegerstadt. So etwas habe ich seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Bleib dicht bei mir, Mischa. Verstaut die Vorräte fest und sicher. Wenn die Messerwinde wieder wehen, reißen sie diese Dächer weg. Ja, Kriegshäuptling. Einen Moment, Kriegshäuptling. Ich komme, um eine Botschaft zu überbringen. Wie kommt ihr an diese Botschaft? Wo ist Morgrim? Er fiel in der Wildnis. Sein letzter Wunsch war, dass ihr diese Botschaft erhaltet. Wer seid ihr, Krieger? Ich bin Rexar, der letzte Sohn der Mokhnatal. Mokhnatal? Ich habe Geschichten über euer Volk gehört. In seinen Adern fließt Ork- und Ogerblut. Es ist mir eine Ehre. Dieses Königreich, Durotar, wurde für alle unsere Art geschaffen, Rexar. Durotar ist eure Heimat genau wie die meine. Bleibt ein bisschen hier. Nehmt unsere Gastfreundschaft an. Das ist das Mindeste, das wir tun können. Vielleicht war ich zu lange in der Wildnis. Euer Angebot ist zu gütig, Srall. Doch ich muss meine eigene Last tragen. Zeigt mir nur, was zu tun ist, dann verdiene ich meinen Teil. Ich verstehe. Es ist anstrengend, eine Nation zu gründen. Viele hier könnten eure Hilfe gebrauchen. Redet einfach mit ihnen. Sie werden euch den Weg schon weisen. Dies ist Rokan vom Darkspear-Stamm. Er ist einer meiner besten Späher. Hey Mann, was läuft denn so? Ja, der scheint ja auch gut drauf zu sein hier. Ah, wir haben hier einen Heiler. Das ist ja sehr schön. Okay. Geben wir ihm noch den Schlangenschutz. Ich kenne diesen Helden ja schon. Und ja, wir können jetzt hier ein paar verschiedene Aufgaben annehmen. Ah ja, hier haben wir außerdem ein kleines Lager, wo wir Items einlagern können, die wir nicht mehr brauchen oder vielleicht vorübergehend ablegen wollen. Ah, hier unten haben wir zum Beispiel eine Quest. Chefingenieur hier. Doch genug von mir. Wir haben Arbeit für uns, Kumpel. Wisst ihr, meine Jungs und ich haben Tunnel unter der Stadt gegraben, um nach unterirdischen Brunnen zu suchen. Leider haben wir dabei eine Koboldhöhle angebohrt. Und jetzt wuselt dieser Rattenbrut Kantipa Kantapa durch unsere Tunnel. Ihr müsst euch meinen Jungs anschließen und diese Kobolde in ihr Loch zurücktreiben. Also, sucht einfach den Tunneleingang vor der Stadt. Meine Jungs sagen euch dann, was Sache ist. Ja, dann schauen wir doch mal. Wir haben hier noch Bein Nazgrael. Schauen wir mal, was der für uns hat. Meine Beute naht. Seid gegrüßt, Krieger. Ich bin Nazgrael, Captain der Leibwache des Kriegshäuptlings. Wir haben Probleme mit einheimischen Kreaturen, die unsere Grenzen angreifen. Vielleicht könnt ihr helfen. Die Harpien der nördlichen Vorgebirge plündern seit Wochen unsere Nachschubkarawane. Wenn ihr deren Nest finden
und ihren Beutezügen ein Ende machen könnt, sollt ihr eine Belohnung erhalten. Was? Ja, da haben wir. Hier gibt's noch was. Oh, Drektar. Na, wer kennt den? Ihr seid ein Mognatan. Ich bin Drektar. Vor vielen Jahren kämpfte ich in Draenor an der Seite eurer Vorfahren. Nun denn, wenn ihr helfen wollt, habe ich eine einfache Aufgabe für euch. Ich habe einen speziellen Trank gebraut, der euren Kriegern im Kampf helfen wird. Mir fehlt allerdings eine wichtige Zutat. Ich brauche Schimmerkraut. Aber dieses seltene Gewächs findet man nur im Tal Donnergrat. Normalerweise würde ich selbst nach den Kräutern suchen. Aber die Donnerechsen, die dem Tal seinen Namen gaben, sind in letzter Zeit ziemlich feindselig. Wenn ihr mir 6 Büschel bringen könntet, würde ich euch fürstlich belohnen. So, wir haben 3 Quests. Einmal hier und einmal hier. Ich würde sagen, wir fangen im Süden an, bei den Goblins, glaube ich, war das. Auf der Pirsch. Rokan ist ein Beweglichkeitsheld, okay. Entfesselt meine Kraft. Ich handle instinktiv. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Ich wandere allein. Unsere Wege kreuzen. Zentauren. Bin zur Spurensuche bereit. Schon irgendwie nervig, dass die alle immer wieder aufstehen hier. Haben wir es? Okay. Ich wandere allein. Was war da? Ach. Immer einer an, noch mehr von denen. Oh. Ein Flammenstoß. Meine Beute naht. Der Troll ist ja cool drauf. Entfesselt meine Kraft. Ich handle instinktiv. Ich habe Witterung aufgenommen. Das sind Goldmünzen. Ich wandere allein. Ja, wir können ja auch ein bisschen Gold sammeln. Was ist da unten noch? Mal mehr Zentauren. Meine Beute naht. Ich wandere allein. Ja, bevor wir uns jetzt weiter groß aufhalten, wollen wir doch mal hier rein. Das werden wir hier relativ häufig haben, dass wir instanzierte Gegenden haben. Also, schauen wir mal. Orgrimmar-Tunnel. In den Tunneln unter Orgrimmar haben sich Goblins tief in den Boden gegraben, um dort nach Wasser für die neue Heimat der Orks zu suchen. Obwohl die Goblins meist auf der Gräber sind, scheren sie sich nicht besonders um die Auswirkungen derartig umfangreicher Erdbewegungen. Ja, vor allem wenn man weiß, wie die Goblins graben. Boah, seid ihr aber groß! Gaslos sagt, er würde einen Muskelprotz schicken! Habt ihr Goblins denn einen Plan? Natürlich! Wenn ihr uns nah genug zu den Stützbalken des Tunnels bringt, sprengen wir sie in die Luft! Dann sollte diesen Ratten die Decke auf den Kopf fallen und unser Problem elegant lösen! Das sind diese tollen Selbstmörder-Goblins. Oh, was sind da? Eine rostige Bergarbeiterspitzhacke. Aha. Okay, das ist ja ganz nett. Was haben wir hier? Oh, das ist nützlich. Oh, okay, das ist ja ganz schön teuer auch. Aber... ich kaufe jeden von den beiden mal... ein Ring des Schutzes, damit sie auch ein bisschen mehr aushalten, und wir beschwören Misha mal wieder. Jagt sie aus. Ich habe Witterung aufgenommen.
Huch, der ist betäubt. Die Goblins spawnen hier unten jederzeit wieder neu. Also können wir immer wieder schön Gebrauch von denen machen. Ups, das war's verklickt. Ich wollte eigentlich den Stachleber beschwören. Naja, was soll's. Ein Antimagietrank. Wird wahrscheinlich noch brauchbar sein. Hallo! Ab die Post! Meine Beute naht. Dürrer Klepper. Was geht ab? Das muss einer der Stützbalken sein. Er gehört euch, Goblins. So, den ersten haben wir. Okay, da kommt niemand mehr raus. Den Unsichtbarkeitstrank können wir auch mal mitnehmen. Meine Beute naht. Geht's da durch? Ja. Ein Ring der Überlegenheit. Nehmen wir mit. Wildeken. Mit Fangzähnen und Klauen. Unsere Wege kreuzen sich. Mischa hält so viel aus. Kriegt von der Heilung schon fast nichts mehr. Ich werde das Mana wieder sparen, bis ich Mischa beschwören kann. Den gebe ich mal ihm, damit er öfter heilen kann. Ja, ich glaube, da holen wir uns lieber ein paar von den Goblins. Entfesselt meine Kraft. Ich bin so groß, ey. Ich bin zur Spurensuche bereit. Ja, okay, das packen sie auch so. Ich habe Witterung aufgenommen. Halten wir nichts aus. Hallo, für eine Kumpels. Was geht ab? Okay, der hat Level 2 erreicht. Ich gebe ihm mal einen Attributbonus. Scharf und entsichert. Hallo, spreng den in die Luft. So viel dazu. Meine Beute naht. Ich wandere allein. Eine Rolle des Schutzes nehmen wir auch mit. Ich habe Witterung aufgenommen. Ich hab bloß geschaut, da könnten wir uns Abkürzungen frei sprengen. Den Goblins macht's ja anscheinend nicht allzu viel aus, wenn sie sich in die Luft sprengen. Ihr Abrisskommando! Entfesselt meine Kraft. Ja? Was? Hallo? Hallo! Für meine Kumpels! Hört sich gut an! Meine Beute naht. Das scheint auch eine Abkürzung zu sein. Ich handle instinktiv. Ich habe das Ganze schon etwas länger nicht mehr gespielt, deswegen habe ich es nicht mehr so hundertprozentig im Kopf. Jagt sie rauf. Don't worry. Meine Beute naht.